Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Divinity 2. Ja, ich habe dieses Spiel immer wieder angekündigt. Ich habe auch immer wieder durchblicken lassen, dass ich es super gerne für meinen Kanal spielen würde. Und jetzt, nach so langer Zeit, ist es endlich soweit. Ich freue mich total, dass es jetzt endlich klappt. Und bin total aus dem Häuschen und ich hoffe, ihr auch. Ich weiß, dass viele von euch auch auf dieses Spiel lange Zeit gewartet haben. Ja, jetzt endlich ist es soweit. Wir sehen, es ist der Developers Cut. Das ist eine Version des Spiels, die 2012 auf den Markt gekommen ist. Und es ist auch die Version, die man jetzt quasi so im Handel kaufen kann. Also ich habe jetzt dieses Spiel diese Version des Spiels von Good Old Games gekauft vor ein paar Jahren. Aber ich nehme an, dass es eben auch immer wieder noch regelmäßig hier gepatcht wird. Also jetzt vielleicht nicht mehr so viel, aber in den ersten Jahren sicherlich noch. Und ja, das eigentliche Spiel ist allerdings noch ein bisschen älter. Also das Hauptspiel mit dem Beinamen Ego Draconis, was wir hier auch extra anwählen können, das ist von 2009. Und ein Jahr später kam dann die Add-on Flames of Vengeance auf den Markt. Die können wir ja auch extra auswählen und im gleichen Jahr kam auch die Dragon Knight Saga. Das war eine Version des Spiels, die quasi Hauptspiel und Add-on enthalten hat. Und die hat auch nochmal ein paar Änderungen bezüglich des Balancings reingebracht, also vor allem eben bei den Skills und bei den Items, aber ich glaube sogar auch ein paar Quests wurden nochmal geändert. Jedenfalls, da gab es noch mal ein paar Änderungen und soweit ich weiß, beruht jetzt der Developers Cut auf der Dragon Knight Saga, enthält aber noch mal einen Entwicklermodus und ich habe mir selber noch nicht angeschaut, was das im Detail eigentlich ist. Das werden wir uns dann ganz zum Schluss, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, mal noch zu Gemüte führen. Ja, es ist, wie der Name schon sagt, die Fortsetzung zu Divine Divinity und Beyond Divinity. Es ist auch vom gleichen Entwickler, Larian Studios. Und es spielt auch chronologisch nach den Ereignissen der beiden anderen Spiele, was ja innerhalb des Divinity-Universums nicht unbedingt selbstverständlich ist, wie ich festgestellt habe. Es ist für mich persönlich ein sehr besonderes Spiel. Es ist, also ich persönlich halte es für ein sehr gutes Spiel, sonst würde ich es ja auch nicht unbedingt spielen wollen nochmal. Aber es ist jetzt halt, also es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel und es gibt auch sicherlich bessere Rollenspiele da draußen, aber es ist für mich, also ich betrachte es schon als eine sehr gelungene Fortsetzung. Sie könnte ein bisschen länger sein und es gibt an der einen oder anderen Stelle auch Schwächen, wo ich ein paar Sachen einfach vermisst habe, das werde ich dann entsprechend kommentieren. Aber es ist halt auch wieder eine recht spannende Story und es hat ein paar sehr nette Wendungen drin. Ich würde euch bitten, diejenigen, die das Spiel schon kennen, da diesbezüglich nichts in den Kommentaren zu schreiben für eure Mitzuschauer, dass da nichts gespoilert wird. Und ja, also wie man es gewohnt ist, auch von Divine Divinity und Beyond Divinity. Ich bin ja jetzt fast 3 Jahre später nach dem Ende von Beyond Divinity immer noch total geflasht. Ich werde auch diesbezüglich versuchen, große Spoiler auf Divine Divinity und Beyond Divinity zu vermeiden. Für diejenigen, die halt die beiden Spiele nicht kennen und sich beide vielleicht mal selber nochmal dann anschauen wollen, beziehungsweise selber spielen wollen, weil sie dann jetzt durch dieses Spiel vielleicht neugierig geworden sind. Aber hundertprozentig spoilerfrei geht es natürlich nicht, denn ja, wie gesagt, es baut halt auf den Ereignissen der beiden Spiele auf und es gibt halt Anspielungen. Wir werden auf ein paar alte Bekannte treffen, wir werden ein paar altbekannte Orte besuchen und es gibt auch Bücher jetzt hier in Divinity 2, die teilweise die Geschichte der anderen Spiele erzählen. Und ich werde es halt so machen, dass ich eben versuche, die Anspielungen weitestgehend zu erklären, ohne viel zu spoilern und es so ein bisschen als Teaser nutzen. Aber wir werden dann eben auch, ihr kennt es schon von den anderen beiden Spielen, dann so ein paar extra Videos machen mit so ein paar Lesestunden,
Und es wird dann so ein bisschen wie so eine kleine Spoiler-Corner sein, wo wir dann die gesamte Story für die alten Veteranen unter euch, die eben die anderen beiden Let's Plays verfolgt haben, beziehungsweise beide Spiele auch kennen, dann nochmal die Story in der Gesamtheit ein bisschen diskutieren mit den Infos, die wir jetzt hier in Divinity 2 dann bekommen. Das werde ich dann, wie gesagt, extra kennzeichnen. Ich hoffe, dass das so einigermaßen klappt. Ich würde euch allerdings auch bitten, für mich ist jetzt Divine Divinity und inzwischen auch Beyond Divinity schon wieder einige Zeit her und ihr kennt das, mein Gedächtnis ist da manchmal nicht das Beste. Wenn ihr also Anspielungen jetzt hier in Divinity 2 findet und ihr erkennt das, dass es da irgendwas war, sich auf irgendwas bezieht aus Divine Divinity und Beyond Divinity und ich lasse es unkommentiert, dann schreibt es bitte einfach mal in die Kommentare. Das wäre einfach sehr hilfreich. Ich zähle da auf euch. Und beispielsweise haben wir jetzt hier auch in Divinity 2 direkt am Anfang einen Gegnertyp. Und ich habe echt lange gebraucht, um mich daran zu erinnern, ob das überhaupt Gegner waren, die wir auch in Divine Divinity und Beyond Divinity in irgendeiner Form hatten. Naja. Es ist auch aus einem anderen Grund noch ein besonderes Spiel für mich. Also ich habe damals 2011, 2012 die Dragon Knight Saga gespielt und ich habe ja vorher schon eben Divine Divinity geliebt und für mich war halt dieses Spiel quasi tatsächlich so, dass man eben vieles, was mir an Divine Divinity gefallen hat, also diesen ganzen Humor und den Charme dieses Universums, hat man hier einfach für dieses Spiel in einen für damalige Verhältnisse sehr modernes Layout verpackt. Und also wir kennen das ja noch so mit dieser isometrischen Perspektive und der alten Grafik und hier haben wir jetzt eben ein Third-Person-Action-Rollenspiel. Und es war auch das erste Spiel, was ich damals auf meinem neuen Rechner gespielt habe, also auf meinem damaligen neuen Rechner. Und die Grafik hat mich damals ziemlich umgehauen und ich fand eben allgemein eben das Aussehen des Spiels und die ganzen Landschaften super schön und ihr hört es auch im Hintergrund, auch die Musik trägt natürlich auch hier wieder sehr viel zum Gameplay bei. Und auch wenn natürlich die Grafik heute wesentlich besser nochmal ist, komme ich nicht umhin, dass dieser Eindruck, den ich damals hatte, sich halt immer noch bei mir sozusagen so nostalgisch manifestiert, wenn ich das Spiel eben wieder spiele. Und die Begeisterung ist da dementsprechend bei mir ziemlich groß. Und deswegen hatte ich jetzt auch relativ hohe persönliche Anforderungen an die Technik, also an die Qualität der Aufnahmen. Deswegen habe ich sehr, sehr lange rumprobiert und Testaufnahmen gemacht und mir Technik-Hintergrund ein bisschen angelesen, um halt ein bisschen da, ja, um halt das Beste quasi rauszuholen, damit ich, wenn ich dann anfange rumzuschwärmen, euch auch ein bisschen vielleicht das Gefühl vermitteln kann, wie sich das anfühlt und dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen von der Begeisterung anstecken lassen könnt. Und ein letzter Punkt für diese Testaufnahmen, beziehungsweise auch aus einem anderen Grund. Die Dragon Knight Saga hatte damals Bugs und aus diesem Grund habe ich halt nochmal ein Testspiel angefangen. Also ursprünglich wollte ich das Testspiel halt schon viel eher anfangen, um eben zu gucken, ob jetzt der Developer's Cut noch ähnliche Bugs drin im Spiel hat oder ob er auch ein paar Sachen nochmal grundsätzlich anders macht. Leider habe ich das Testspiel jetzt erst vor kurzem anfangen können und entsprechend bin ich dann nicht weit genug gekommen, um das mit den Bugs zu sehen und auszutesten. Denn die gravierenden Bugs waren in der Dragon Knight Saga erst ziemlich weit am Ende des Spiels und da müssen wir uns jetzt leider überraschen lassen. Ich hoffe, dass die Bugs behoben worden sind. Wir werden es sehen. Ansonsten werde ich dann auch nochmal auf meinem alten Rechner mit der alten Version ein paar Aufnahmen von den Bugs machen, denn das war teilweise wirklich ziemlich putzig. Demzufolge habe ich, wie gesagt, jetzt innerhalb der letzten Monate nochmal ein kleines Testspiel angefangen. Deswegen ist jetzt der Anfang für mich nicht
total neu und ich habe das eben genutzt, um mich auch nochmal ein bisschen mit der Steuerung und so vertraut zu machen und mit einigen Spielelementen, sodass ich eben wieder so ein bisschen warm werde und euch auch ein bisschen besser einführen kann, beziehungsweise euch Sachen erklären kann. Und ja, ich würde sagen, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Das war jetzt auch schon wieder lang genug. Dann werden wir jetzt mal endlich mit dem Spiel anfangen. Ich meine, ihr kennt es ja schon von mir, dass ich halt am Anfang eines Spiels bei einem Let's Play immer sehr lange erzähle im Menübildschirm. Ich glaube, das war jetzt hier ein neuer Rekord. ja, aber jetzt fangen wir an. Neues Spiel Divinity 2 Ego Draconis. Da hatten wir jetzt im Intro zwei Szenen und wir sind mal sehr gespannt, was es damit auf sich haben wird. Und wir können jetzt hier unseren Charakter erstellen. Ja, also wir sehen, wir können Namen einstellen, Geschlecht, Gesicht, Frisur und Stimme. Aber wir haben keine Fähigkeiten in irgendeiner Form, keine Startfähigkeiten, die wir aussuchen können. Keinen Fähigkeitenpfad oder dergleichen, wie das bei Divine Divinity und Beyond Divinity der Fall war, und auch keine irgendwie Punkte schon mal, die man irgendwie so startmäßig vergeben kann. Nein, es geht jetzt hier an dieser Stelle wirklich nur um ja, das Äußere und den Namen. Und ja, wir schauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen an, was wir jetzt hier zum Beispiel ändern können auf der Männerseite. Also es ist jetzt hier irgendwie der Drei-Tage-Bart. Wenn wir uns das angucken, es sieht eher aus ein bisschen wie Dreck im Gesicht. Naja, dann haben wir ein Narbengesicht, okay. Das sieht ziemlich böse aus. Vollbart. Naja, okay. Technisch gesehen ist es ein Vollbart, aber naja. Kinnbart, Schnurrbart, Dreitagebart haben wir wieder. Aber ich glaube, jetzt sind die Augenbrauen heller. Ja, genau, das ist jetzt quasi das Ganze in Blond. Und jetzt sind wir quasi wieder am Anfang und wir sehen es auch bei der Frisur. Wir haben hier Zerzaus, also kurzbraun, zerzaustbraun, lang, zottelig, nochmal lang, aber länger quasi. Und dann sind wir bei den blonden Frisuren. Da haben wir das gleiche nochmal. Und das war's. Ja, es ist jetzt nicht so viel zum Auswählen und die Gesichtszüge selber können wir auch nicht verändern. Und dann haben wir noch verschiedene Stimmen. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Spüre meinen Zorn! Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Ja, soviel zu den männlichen Stimmen und den männlichen Eigenschaften, die wir jetzt hier... Also, nicht den männlichen Eigenschaften, aber ihr wisst, was ich meine. Das männliche Äußere, was wir jetzt hier einstellen können. Und wie sieht das Ganze auf der weiblichen Seite aus? Denn ja, wir haben Divine Divinity und Beyond Divinity teilweise storybedingt mit einem männlichen Charakter gespielt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist es an der Zeit, dass wir dieses Spiel einfach mal mit einem weiblichen Charakter spielen.
Ja, dem einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, wenn dann halt so eine Frau quasi dann diese schwere Zweihand-Axt durch die Luft schwingt, als wäre es nichts. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es auch für Männer teilweise sehr unrealistisch, dass sie solche Kraft aufbringen könnten. Da spielt das Geschlecht dann also schon eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Und ja, ich meine, wir haben es bei Beyond Divinity schon ein bisschen gesehen, was der Paladin Ares da alles zustande bringt mit seiner Kraft, also was er für Waffen da halten konnte. Und ja, hier in dem Spiel ist es jetzt mit der Grafik nochmal ein bisschen, fühlt sich nochmal ein bisschen mehr over the top an, sozusagen. Also es ist schon fast so ein bisschen Anime-mäßig, aber ich finde das halt auch irgendwie cool. Ja. Und ja, wie gesagt, wir können jetzt hier den Namen wählen und wir sehen schon, es ist jetzt hier als Startname Drachentöter eingegeben. Das heißt, das ist unsere Berufung in diesem Spiel. Das ist quasi das, was uns ausmacht. Wir sind Drachentöter. Gut, aber das ist natürlich kein schöner Name, deswegen geben wir einen anderen Namen ein. Und ich hatte jetzt für die Testspiele den Namen Visenya eingestellt. Mal wieder ein Name aus Game of Thrones, den ich sehr schön finde. Und der halt auch ein bisschen was mit Drachen zu tun hat. Aber für das Spiel hier, also für die Welt, finde ich, passt der Name eigentlich gar nicht so ganz. Und deswegen kürzen wir den Namen ein bisschen ab und ändern ihn ab und nennen unsere Drachentöterin Renya. Ja, dann gucken wir uns mal die verschiedenen Gesichter an. Also es ist jetzt hier das natürliche Gesicht. Zoomen wir mal ran. Die Verführerin. Ja, da sehen wir im Unterschied. Die Augenbrauen sind niedriger und wir haben ein bisschen mehr Lidschatten. Na gut, nicht wirklich viel, aber die Lippen sind in jedem Falle voller. Dann haben wir die Zauberin. Das ist ganz schön, ja, ist ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Dann haben wir den Drachentöter-Look, also ein Tattoo im Gesicht von einem Drachen. Und ja, sowas hatten wir auf der männlichen Seite überhaupt nicht zur Auswahl. Mädel vom Land mit Sommersprossen. Und tätowiert, ja, nochmal ein anderes Tattoo, sieht auch ziemlich cool aus, ist aber schon wieder fast ein bisschen kitschig, also dieses, weiß ich nicht, das hat sowas wie diese 90er Jahre Arschgeweihe. Dann haben wir Vernarbt. Die vernarbte Zauberin. Die vernarbte Drachentöterin. Und das vernarbte Mädel vom Land. Okay. Ja, und dann sind wir wieder am Anfang. Ja, und ich finde tatsächlich, ich weiß, es ist sehr klischeehaft, aber ich finde den Drachentöter-Look hier tatsächlich eigentlich ganz cool mit diesem Tattoo. Ja, es ist auch kitschig und es ist halt sehr klischeehaft. Und wir werden noch sehen, wir sind nicht die Einzige, die so rumläuft. Also auch die Dame auf dem Menübildschirm hat sowas im Gesicht gehabt. Aber ich finde es halt irgendwie cool und ich finde es halt auch irgendwie passend zu diesem Spiel. Und das ist, ja, das finde ich halt einfach so ganz nett. Dann bei den Frisuren. Wir haben normalbraun, bürgerlich braun, okay. Da gibt es schon gar keine Angabe mehr über die Haarlänge. Fein. Kurz. Ja, okay. Hier gibt es eine Angabe. Zopf. Okay. Sinnlich. Oha. Und dann das Ganze in blond. Das ist so ähnlich wie bei den Männern. Und dann haben wir noch schwarze Haare. Und dann haben wir rote Haare. Und dann sind wir wieder am Anfang. Also, ja. Wir haben auch hier ein bisschen mehr Auswahl als auf der männlichen Seite. Ich weiß nicht so genau, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Vielleicht haben sie die weibliche Seite zuerst gemacht und dann hatten sie keinen richtigen Bock mehr auf die männliche Seite. Ich weiß es nicht. Oder sie sind von vornherein davon ausgegangen, dass die meisten Leute mit einer Frau spielen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich finde tatsächlich zu dem Tattoo, finde ich, passen auf jeden Fall rote Haare. Das, finde ich, passt nicht so sehr zu einer, die Kriegerin, die man zur Auswahl hatte, die Wine Divinity, die hatte auch so lange blonde Haare, glaube ich. Den Zopf finde ich eigentlich ziemlich cool. Kurzhaarfrisur nicht so. Und die Frisur finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Also, vor allem bei der Frisur finde ich, das sieht halt hier vorne noch so ein bisschen zerzaust aus und so ein bisschen so, als hätte sie gerade so den Helm ausgezogen sozusagen, abgesetzt. Und ja, und deswegen, also ich finde halt, das passt soweit, das ist soweit ein stimmiges Bild, deswegen nehmen wir das. Und dann können wir noch eine Stimme auswählen und ja, als Startstimme ist jetzt hier die Bürgerin eingestellt. Hören wir uns erstmal die anderen an. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn! Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn! Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ja, wenn ich jetzt hier nicht weitermache, dann gibt es hier immer noch so ein bisschen Berserker-Mode. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Irgendwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn. Ich fühle mich gar nicht gut. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ja, ich will der Synchronstimme von der Bürgerin nicht zu nahe treten, aber ich finde es einfach dermaßen unpassend. Und mir ist es für das Testspiel passiert, dass ich am Anfang aus Versehen die Stimme der Bürgerin gewählt habe und weil ich dann keinen Wert drauf gelegt habe auf die Stimmenauswahl. Und das habe ich nicht sehr lange durchhalten können. Da musste ich das Spiel nochmal starten. Es klingt ein bisschen wie die maulende Myrte von Harry Potter. Ja, wie gesagt, ich möchte der Synchronsprecherin nicht zu nahe treten, aber es passt an der Stelle halt einfach überhaupt nicht. Ja, also haben wir noch die Aristokratin, die Soldatin und die Rittersfrau zur Auswahl. Ich persönlich mag die Aristokratin nicht ganz so sehr, also würde jetzt die Rittersfrau und die Soldatin in die nähere Auswahl fallen und bei der Rittersfrau finde ich, die klingt ein bisschen zu alt für unseren Charakter. Also zu erwachsen könnte man vielleicht sagen, deswegen, also die Soldatin... Spüre meinen Zorn! Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Finde ich, klingt soweit am besten, weil, ja, also sowohl vom Alter als auch von der Art und Weise, wo wir jetzt hier im Spiel anfangen, welchen Status wir haben und so weiter. Deswegen, ja, machen wir das so. Und damit sind wir durch mit der Charaktererstellung und wir können das Spiel beginnen.